Willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Returns. Heute nicht alleine, Smash ist dabei. Moin, Leute. Wir starten direkt mit Welt 2, nachdem wir die erste abgeschlossen haben. Plankenparcours. Jo. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Donkey Kong Teil durchgezockt. Die ganz alten kann ich verstehen, die waren scheiße schwer, aber die hier, die sind nicht so schwer. Ja, es lag nicht an der Schwierigkeit, aber ich, irgendwie hatte ich nie so richtig einen Reiz dazu. Ich weiß auch nicht. Ich muss es mal nachholen, vielleicht in einem Let's Play. Du Bastard, ich hab die nicht gesehen. Oh, da kommt man. Oh, da war ein Puzzleteil. Wir wissen ja auch, wie ist es dann doch. Achso, da muss ich den Pfahl hier einstellen. Ja, Didi. Haben wir damit auch. Jo. Bananenmünzen habe ich, by the way, so viel, weil ich im Kader mit 30 Mal gestorben bin. Ah, okay. Da habe ich mir immer wieder die Kombos geholt. Kann ich das wieder zurückschaffen? Leider nicht. Hier müsste ein Bonusraum sein. Was ist das für ein Bonusraum? Keine Ahnung. Ja, der eine hat den anderen beschützt, Alter. Das ist oh, ich kann die auch platt stampfen. Wenn ich zweimal stampfe, dann geht er auch wieder normal. Okay, weirder Bonusraum. So. Es wäre jetzt nice gewesen, wenn dieser Pfahl wieder zurückgegangen wäre durch den Prall. Den können wir nicht besiegen jetzt. Oh, jetzt ist gut. Hä? Hast du das Game eigentlich schon mal durchgezockt? Ja, auf 3DS. Ah, okay. Auf Wii noch nicht. Ich habe mir das Game gekauft, damit ich es spielen kann. Ah. Alter! Was macht der? Oh! Ja, da hätte man wohl kaum alle sammeln können, Alter. Wenn mir jemand ein Beweisvideo schicken, wie er mich vom Gegenteil überweist. Überweist. Perfekt. Das war das richtige Wort. Überzeugt. Wie komme ich am Überweis? Keine Ahnung. Willst du mir Geld überweisen? Nee. Oh. Alter. Perfekt. Joa. Ist da unten vielleicht noch mehr? Kleine Bootsfahrt. Da können wir nichts bewirken. Allerdings können wir hier ein bisschen abkürzen, das können wir uns für die Speedruns merken. Ich denke schon, dass da noch ein Puzzleteil kommen wird. Kanone können wir sogar bedienen. Okay. Angst, dass das irgendwie einstürzt. Aber, okay, das ist jetzt Puzzleteil. So. Alter, 19 Sekunden übrig, also der Raum ist echt besitzt vielleicht. Boah. Und uns hier das Herz zurück. Schlage fünf Puzzleteile vor N und G. Oh, da sind Stacheln, Alter.
Fehlt ja nur noch das G. Jetzt kommen ja die Bananen nicht mehr dran, perfekt. Solange es G ist. Das ist G. Man kommt ja echt gut voran mit so kleinen Rolljumps. Nein. Nein. Ach. Egal, dann allein Ballon. Unser erstes Level der Welt, direkt 100%. Nice. Wird natürlich auch noch auf die 200% gehen, aber eins nach dem anderen. Was war nochmal die 200%? Ein Herz und gespiegelt und ohne die. Ah, okay, also Hardcore Mode. Checkpoints gibt's glaube ich nur in Tropical Freeze nicht mehr. Ah, okay. Sandiger Strandsand. Was? Weiß nicht, eigentlich Sandstrand? Statt Strandsand? Okay, vielleicht wird irgendwas umgedreht in dem Level. Kann sein. Wie direkt in der Einführung immer ein Puzzleteil gezeigt wird, Alter. Ja. Da muss ich irgendwas zum Werfen mitbringen. Nice. 1 von 7. Wir werden jetzt öfters mal nur 5 Puzzleteile. Hier ist wieder ein weiteres dabei. Ja, ich hab gehofft, hier kann ich vielleicht eine Combo anbauen. Hier Bananenmünzen, indem man hier klopft. Ja, ich wäre fast in den nächsten rein. Ah, ja komm, damit. Das kann ich doch nicht wissen, dass dann, dass da einer rauskommt, der so geladen ist. Boah. Wie komme ich hier ins Puzzle? Hoffen, dass einer höher kommt oder so. Ja, vielleicht musst du auf irgendeinen springen oder so. Ja. Hier. Nice. Das Herz brauche ich momentan nicht. Ich werde jetzt auch nicht nochmal, wenn ich Nerz brauche, zurückkommen, Alter. Dann verliere ich wieder an den. Hier ist ja sowieso Didi. Und ich bezweifle, dass jemand zwei Leben von dem Herz da bis zum Checkpoint verliert, Alter. Ja, dafür müsste man schon richtig dumm sein. Was ist das hier für eine Insel? Okay, Rätsel gelöst und hier ist es fast dann drin. Einfach rumrollen. Weiteres Herz und hier ist ein Puzzleteil. Aber wie kommen wir da dran? Oh, die Kanone. Die macht vermutlich den Steg oder so kaputt und dann kann man es holen, ja. 4 von 7. Auch hier schnell hochgekommen. Nein, als ob. Ah, ey, das ist jetzt geladen, Alter. Oh, keine Ahnung. Nice. Da komme ich glaube ich nicht dran an die Kisten da oben. Boah, hier ist nix. Das ist schon das Ziel, hä? Es fehlen noch 3 Puzzleteile. Das kann doch noch nicht das Ende sein. Willst du mich verarschen? Ah, okay. Ja. 3 werden wir hier wahrscheinlich nicht mehr finden, aber ich hoffe mir dann doch 2. Ja, das G ist auch schon da, scheiße. Ja, den habe ich nicht gesehen. Aber ich finde, für Wii sieht das Spiel richtig geil aus von der Grafik. Jetzt haben wir ein paar Cutscenes. Ja,
Also jetzt Mario Bros. Wii auf jeden Fall. Ja, schon. Ey komm, hier muss doch irgendwo ein Puzzleteil sein. Hier vielleicht? Ja, da hinten. Da habe ich es zu schnell eingesammelt, als dass man sieht, ey. Ja, aber da ist doch schon das Ziel, oder nicht? Willst du mich verarschen? Was soll denn hier was sein? Wir hätten nachschauen müssen. Dann werde ich das Level wiederholen müssen. Haben dir gefehlt. Ja, ich hab keine Ahnung. Halt. Bis gleich. Hier ist das nächste Puzzleteil. Ist ein bisschen schwer, da man hier durchgehend beschossen wird. Trotzdem haben wir es bekommen. Ich schaue gleich nach dem nächsten. Tja, hier sind Bananen und die weisen einen darauf hin, dass es hier einen Bonusraum gibt. Das habe ich übersehen. Diddy Kong haben wir hier eigentlich gute Chancen. Nice. Ich möchte das jetzt noch schnell beenden. Wir sehen uns dann gleich in 2-3 wieder. So, Level abgeschlossen. Holen wir uns direkt den Schlüssel. Beeil dich und kauf es. Ich weiß schon, was ich mit diesen Münzen anstellen werde. Voll. Ich will gar nicht wissen, welches Geschäft er geht. Naja, er hat keine Frau, wer kann es ihm übel nehmen? Obwohl, die ist glaube ich schon tot. Man sagt, es gibt da draußen eine Banane, die nicht nur toll schmeckt, sondern dich auch in eine andere Dimension katapultiert, aber gerne mal her damit. Okay. Unter Beschuss. Was ist dann der Name? Ich glaube, beide Fahrzeuge haben in Returns kein, wie soll ich sagen, keine 2 Leben. Und den hier können wir aber ausboosten. Das, wenn er in der Luft ist, ist es ein bisschen schwierig, wie den, den wir in Welt 1 schon hatten, im Rambi-Level. Angst, dass ich irgendwas übersehe, die nehmen solchen Leveln gern was vor dem Level oder nach dem Level. Also was ihr hier gerade seht, ist eine Rakete. Die hat aber zumindest gute Musik. Ich glaube, ich habe schon das erste Puzzleteil übersehen. Oh ne. Ja, kann trotzdem noch was davor gewesen sein. Immer die Bananen einsammeln, weil dadurch häufig ein Puzzleteil erscheint, wie wir es gerade eben hatten. Hier haben wir alles mitgenommen, hat leider noch nichts gebracht. Im Hintergrund sind Piratenkram. Erster Checkpoint. Noch lieber alles gut, aber wie der Name Levitt sagt, sind wir unter Beschuss. Noch läuft es gut. Ich glaube, ich habe mehrere Leben tatsächlich. Oh. Ah! Dead. War ich zu geil auf das Puzzleteil? Ja, und jetzt haben wir halt kein Diddy mehr. Also diese Puzzleteile, bei denen du dich in
Die Farbe gibt's in Winterweil was scheiße. Ja. Was wird man daraus die Entwickler treiben ein? Dazu, dass man sich in Gefahr begibt und damit möglicherweise stirbt. Mhm. Oh Gott. Jetzt packt er das für die fette Olga aus. Oh. Das war knapp. Oh, der hat den Anker geschossen. Damit bekommt er aufs Maul. Und das war's, wie es aussieht. Ah, ja, da hinten ist noch ein Fass, aber ja, hier ist leider nichts mehr. Habe ich irgendeine Bananenformation noch nicht eingesammelt. Ging doch eigentlich ganz schnell. Ja. Es ist sehr wichtig, hier mal das E-Gate zu erhalten. Hm. Ach, bloß schade, dass ich schon wieder ein Puzzleteil übersehen habe. Muss ich das wohl noch mal holen? Ja. Schneidet es aber nicht da. Ist mir echt der Fail-Base. Wenn ich es jetzt einfach noch mal spiele, weil ich kann eben mittendrin die Aufnahme wieder starten. Letztlich beendet es immer. Hier habe ich nichts übersehen. Sehe ich nicht. Dann muss ich mich recht nach der Bananenformation umschauen. Ich glaube, das sollte eigentlich relativ am Anfang gewesen sein. Vielleicht diese hier. Nein. Ja, hä? Danach habe ich doch alles eingesammelt, oder nicht? Hm. Alles eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, wo ich irgendwas übersehen haben sollte. Jetzt schaue ich halt nochmal im Internet nach. Unter dem Ding da, unter diesem Stein. Ja, ich schaue gerade schon, während ich die Bananen einsammle, aber ich sehe dann irgendwo was. Das muss irgendwas Asoziales sein, weil ich habe doch nichts übersehen, Alter, und die Bananen sammle ich die ganze Zeit ein. Ja, jetzt kommen wir hier mit dem dicken Ding. Ich halte mich aber oben und gehe dann runter. Was ich übersehen haben sollte. Dann werde ich gleich noch mal im Internet nachschauen. Dann bis gleich. Wie ich schon gesagt hatte, verstecken die gerne am Anfang des Levels was. Man muss aus irgendeinem Grund an diesem Ding hier boosten. Ja. So leicht kann es sein, aber wie kommt man auf diesen Scheiß? Wir sehen uns gleich wieder. Damit hätte ich das Level schon wieder abgeschlossen. Ja, ist ein bisschen scheiße, wenn man die Puzzleteile nicht mehr kennt, weil man das Spiel, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder so zuletzt wirklich gespielt hat.
Dann auch noch auf 3DS-Seite, ist auf Wii ganz anders wie in der Steuerung. Jetzt die Wahl zwischen Wahlfahrt und volles Rohr. Wir nehmen natürlich das volle Rohr. Hm. Ja. Und das soll dann auch schon das letzte Level für diesen Part gewesen sein. Jo. Ist ja noch so ziemlich die Hälfte von der zweiten Welt. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Paranoia, Alter. Ich werde jetzt jeden Grasbüschel anblasen. Okay, der ist zu weit weg, der Grasbüschel. Hier ist ein Puzzleteil, wenn man zweimal drauf klopft. Hier sind Kisten, die man zerstören kann. Merken wir uns. Grasbüschel. Okay. Wir reden mal nicht darüber, dass hier ein Strand bombardiert wird. Hier sind Quallen, die sollten wir lieber nicht berühren. Hier muss man pusten, dann hält man das nächste Puzzleteil. Oh, habe ich dann verkackt. Dann kann man noch treffen. Der Rolljump ist sowieso geil. Ich will einfach durchgehen. Bist du nicht bombardiert? Ja, falsches Timing. Ich glaube nicht, dass irgendwas ist. Eventuell kann man da unten fast dagegen werfen oder so. Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, schwer zu weit hergeholt. Müsste ich hoch. Also ist die Kombo. So, wenn man das Ding runterdrückt und dann hier bläst, kommt man hier hoch und ein Bonusraum. Auch den kennen wir leider schon. Ja, die Bonusräume wiederholen sich halt sehr. Ah, okay. Schade. 11 Sekunden übrig, auch wieder easy. High Chance, ja. Sozial zu sein. Naja, es gibt auch asoziale Stellen, zum Beispiel kommt man manchmal nach einem Secret raus. Mhm. So, die Kugeln treffen das O, daher sind wir da unten geschützt, Alter. Da müssen wir was dagegen werfen, wie es aussieht. Dafür ist dieses Fass hier gedacht. Mich verarschen, der ist an der Decke einfach hängen geblieben. Darüber reden wir nicht. Wir reden auch nicht darüber, dass das ein normales Fass ist und wir die verloren haben. Hm. Dieses Fass könnte man zerklopfen, ich nutze es aber lieber, um an das Ende ranzukommen. Werde es natürlich trotzdem nochmal überprüfen. Ja, wieso ging die Rolle jetzt nicht? Kommen wir hier wieder ein Herz. Wir können jetzt leider nicht durchrollen, da wir die verloren haben, aber an das E kommen wir trotzdem. Mal wieder klopfen, wieder hingehen. Scheiße. Okay, einfach Spam und durch. Das könnten wir eventuell brauchen am Ende. Ich glaube, da gab es tatsächlich was in dieser Welt, das so asozial war.
kann ich mir vorstellen. Junge, was ist das, Alter? Ich muss ja auf so vieles gleichzeitig achten, Alter. Ja, tatsächlich, Alter. Das ist alles für einen Bonusraum. Deswegen ist das letzte Puzzleteil. Nein. Ja, was? Das ist aber ein neuer Bonusraum. Zumindest sind die Objekte hier anders. Davor waren das welche, die sich im Kreis bewegt haben. Und vor allem nicht solche großen, nur so Münzen. Davor waren es wirklich nur kleine Bananen. Eventuell bekommen wir hier noch ein Puzzleteil. Ja. Okay, ich glaube nicht. Jetzt eh nochmal von vorne spielen müssen, also. Ballons. Hatten wir auf 67. Ja, zum Ende des Parts noch schnell was nachholen, warum nicht? Bis gleich. Ich glaube nicht, dass ich das hier schon mitgenommen hatte, das ich gerade im Video von Game Explain gesehen habe. Ja, tatsächlich. Vielleicht nochmal zum Ende spielen und zeige euch, wie wir das nächste Level freischalten. Da sind wir wieder. Wäre ich jetzt runtergeflogen, ich hatte gerade kurz Angst, es sah so aus. Ende ist aber auch gefährlich nach dem Abgrund. Ja, damit hätten wir auch das Level abgeschlossen. Karo und G hatten wieder Forschung gesammelt. Und damit kommen wir jetzt auf 2,5. Das werden wir dann vor diesem Level hier oben spielen. Also so vom Spielgebäude, ansonsten würde es obere nicht 2,6 sein. Ja, dann würde mich freuen, wenn ihr... Wenn ihr liked, abonniert, auch bei Smash vorbeischaut, Link ist hoffentlich in der Beschreibung. Bis zum nächsten Part und ciao. Ciao.